nach der Pleite bei der Europawahl, haben Sie da mal über Rücktritt nachgedacht? Nein. Wenn ich es getan hätte, hätte ich tatsächlich zurücktreten sollen, weil wenn man dann solche Selbstzweifel hat, dann ist man da nicht richtig. Aber wir haben Fehler gemacht, auch in der Kampagne, für die ich Verantwortung wer trage. Wer ist wer in dem Fall? Wer ist wer? Wir ist die Partei. Und dann wer ist in dem Fall die Partei? Wer ist wir? Die Partei tritt gemeinschaftlich auf, aber für die Verantwortung für die Kampagnen hat der Generalsekretär. Insofern, wenn es beispielsweise in einer Kampagne Fehler gibt, gibt es niemanden, hinter dem ich mich verstecken kann, weil das wäre dann Flucht aus meiner Verantwortung. Und trotzdem haben Sie nie darüber nachgedacht, das jetzt bleiben zu lassen? Nein, das habe ich nicht getan, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass das die Lösung von Problemen ist, auf die meine Partei im Moment trifft. Nochmal, das heißt nicht im Umkehrschluss, dass ich nicht auch Fehler mache und dass unsere Mitglieder und unsere Wählerinnen und Wähler den Anspruch haben dürfen, dass wir nicht einfach über Fehler hinweg lächeln. Mhm. Aber ich verspreche Ihnen, wenn ich der Auffassung wäre, das Austauschen von wem auch immer und sei es ich selbst, würde ganz viel bessere Ergebnisse produzieren. Ich würde es machen, aber davon bin ich nicht überzeugt. Ich schaue gerade zu Robin Alexander, der tief durchatmet. Rücktritte sind selten geworden in der Politik, ganz grundsätzlich, ne? Warum ist das so? Naja, klassischerweise müsste Kühnert auch seine Parteivorsitzenden dann bitten, dass sie ihn aus dieser Position entlassen. Und zuletzt hat es ja mal ein Generalsekretär bei der CDU erwischt, also Friedrich Merz hat seinen ausgewechselt. Ich glaube, bei dieser Kampagne gab es tatsächlich erstaunliche technische Fehler. Aber die Grundaufstellung dahinter war doch, das sollte man auch in den Blick nehmen. Mhm. Weil die SPD hat doch eine Kampagne gemacht, der Friedenskanzler. Ja, also ich, Olaf Scholz, bin der Kanzler, der den Dritten Weltkrieg verhindert, weil ich so bedächtig bin, weil ich keinen Taurus liefere. Gleichzeitig hat Scholz aber immer uns Journalisten und den Bündnispartnern erzählt, niemand liefert mehr in die Ukraine als wir Deutschen. Haben wir ein paar Mal drüber gesprochen, über diesen Widerspruch. Das ist totaler, also schon eine interessante, schwierige Kommunikation. Und dann kam ja genau vor der Europawahl die Wende des Westens, dass der Westen erlaubt hat, den Ukrainern mit den westlichen Waffen auch auf russisches Gebiet zu schießen, aus sehr guten Gründen, weil sie von daher die Städte angegriffen haben. Mhm. Und das kam genau vor der Wahl. Und eine Wahl zu machen, wo man sagt, ich bin der Friedenskanzler, aber das Letzte, was ihr von mir vor der Wahl erfährt, ist, man darf jetzt mit westlichen Waffen auf russisches Gebiet schießen. Mhm. Das ist kommunikativ, glaube ich, so schwierig, dass dahinter die technischen Fehler der Kampagne zurückstehen. Okay. Und wo wir gerade bei Kommunikation sind, der Blick nach vorne, der Haushalt, der gerade verhandelt wird. Ist das ein wirklich krisenhafter Moment jetzt für diese Regierung, der aber als solcher nicht so wahrgenommen wird, weil alle gerade mit schönen Dingen wie Fußball beschäftigt sind, abgelenkt sind? Ja, unbedingt. Also Bundeshaushalt ist das Zentrale, das ist in Zahlen gegossene Politik. Und diese Regierung hat ja dieses epochale Scheitern erlebt, dass das Bundesverfassungsgericht einen Haushalt weggewischt hat. Mhm. Dann mussten sie Ende des Jahres einen ganz auf wenigen Tagen zusammennähen. Der ist in Bauernproteste ausgeartet. Und wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann wäre Mathé am letzten für die Ampel. Und dass man jetzt als erstes Datum hatte man gesagt, man nimmt den 4. Juli, also Kabinettsbefassung, das ist gerissen worden. Jetzt hofft man, das in dieser Woche aufzusetzen, die Einigung. Aber auch das ist überhaupt nicht klar, dass das klappt. Und da spitzt sich gerade ganz schön was zu. Und wenn man bedenkt, was sich in Frankreich gerade zuspitzt und in Amerika, ist es kein guter Zeitpunkt. Mhm. Wie spitz auf Knopf ist es wirklich, Kevin Kühnert? Nicht so wie in Frankreich beispielsweise, weil ich finde, das darf man schon auch mal bei aller Unzufriedenheit, die wir zu Recht auch manchmal in unserem Land und an Politik haben, aber es darf man schon mal sagen, hier behalten alle die Fassung und auch ein bisschen die Nerven. Der französische Präsident hat die Nerven nicht bewahrt nach der Niederlage seiner Partei bei der Europawahl. Mhm. Er wollte ein Symbol setzen, dass er jetzt eine Lehre daraus zieht. Die für diese Lehre zahlt jetzt gegebenenfalls am Ende das ganze Land, das vielleicht einen rechtsradikalen Ministerpräsidenten bekommt. Das ist ein sehr hoher Preis für eine westliche Demokratie, die den am Ende bezahlt.
Also insofern tun wir gut daran, nicht zu bestreiten, dass das schwierige Gespräche im Moment sind. Da kommen wir jetzt gar nicht drum herum. Finden ja vor allem zwischen drei Personen in der Regierung erstmal statt, weil der Zeitdruck entsteht ja nicht dadurch, dass wir morgen den fertigen Haushalt brauchen. Wir reden über den Bundeshaushalt fürs kommende Kalenderjahr 2025 und im Bundestag soll der abschließend Ende November beschlossen werden. Aber es ist eben das parlamentarische Geschäft, das vor der Sommerpause man üblicherweise von der Regierung einen Haushaltsentwurf hingelegt bekommt. Und diese Woche, in der wir uns gerade befinden, ist die letzte Woche vor der parlamentarischen Sommerpause. Und ist das auch deswegen ein guter Moment, weil gerade Europameisterschaft läuft? Also gibt es sozusagen historische Anleihen? Wurde da immer getrickst im Zusammenhang mit großen Sportereignissen? Ja, also es gibt den Klassiker, Deutschland spielt und dabei wird irgendein wenig populäres Gesetz beschlossen. Das ist wirklich oft nachweisbar, aber das ist Kleinigkeit. Also ja, das ist nicht der Haushalt. Ne? Also ein Haushalt ist schon sozusagen die deutsche Meisterschaft für eine Regierung. Einmal im Jahr muss man das schon bringen. Und das Interessante ist ja jetzt, es reden drei Männer und vor allen Dingen reden zwei, nämlich Christian Lindner und Olaf Scholz. Die würden sich schon einigen, nur ihre Truppen haben sie eingemauert. Also die FDP hat gesagt, es gibt kein Überschreiten der Schuldenbremse, das bleibt kein Notlagenbeschluss, genau, auf keinen Fall. Mhm. Und die SPD hat gesagt, keine Sozialkürzung, nirgendwo, auf gar keinen Fall. So, es muss aber irgendwo jetzt noch ein paar Milliarden gefunden werden. Das sind zwei Sackgassen, wenn man so will, oder zwei Züge, die aufeinander zufahren. Den Widerspruch kriegst du nicht aufgelöst. In all den Merkel-Jahren hätte Merkel hätte mit der SPD verhandelt, hätte das immer die SPD gewinnen lassen und dann gesagt, hier, ihr könnt euch durchsetzen und ich lächle dazu. Ja? Und Scholz hat auch in dieser Koalition die FDP in solchen Situationen öfter schon gewinnen lassen. Mhm. Ich spreche jetzt sehr parteipolitisch. Also so. Nur die Frage ist, ob Scholz noch die Kraft hat. Kann Scholz noch rausgehen und sagen, wir bleiben bei der Schuldenbremse und wir mussten ein bisschen Geld zusammenkriegen und dafür machen wir was beim Bürgergeld und da und da und da. Und woanders geht es da ein bisschen aufwärts. So, also kann er seine SPD-Kürzungen verkaufen? Ja, und vielleicht noch Wirtschaftsreformen dazu. So, und da ist schon erstaunlich, wie stark sich Herr Kühnert und Herr Klingbeil und Herr Mützenich nicht festgelegt haben. Also wie sehr von den eigenen Leuten Scholz der Spielraum verstellt wurde. Das ist eigentlich das Interessante, was es auch anders macht als bei den bisherigen Ampelkrisen. Und womit hat das zu tun, dass der Kanzler schwach ist in Umfragen, dass er keine guten Umfragewerte für sich persönlich hat? Oder was ist das Thema? Na, die Europawahl ist nicht gut gelaufen für die SPD. Und dann daraus die Konsequenz zu ziehen, den eigenen Kanzler so einzumauern, ist schon, also ich sehe noch nicht, wie das gut enden soll. Weil das Problem ist doch, so ein politischer Kompromiss ist ja immer, jemand muss was geben, jemand muss was nehmen, in diesem Fall sogar drei. Mhm. Und dann muss man raus und sagen, guck mal, keiner von uns hat das, was wir im Wahlkampf erzählt haben, aber unser Kompromiss ist trotzdem gut für Deutschland, weil wir haben A, B, C. Aber durch diese Maximalforderung ist das ja nicht erfüllbar. Also wenn Scholz jetzt rauskommt und sagen würde, wir müssen nur 5 Milliarden sparen, Das kann er sagen. Er könnte sogar sagen, wir haben 5 Milliarden mehr. Weil wenn die Forderung auf dem Tisch liegt, wir wollen 50 Milliarden mehr durch die Schuldenbremse, kann er das nicht erfüllen. Und genauso, wo soll sich Christian Lindner bewegen, wenn sie vorher gesagt haben, jede Bewegung ist des Teufels. Und das macht diese Versuchsanordnung so spannend. Und deshalb glaube ich auch, dass da Potenzial für Unheil drin liegt. Schöne Formulierung. Herr Kühnert, warum diese Maurerarbeiten an der Stelle? Da werden Sie jetzt nicht überrascht sein, wenn ich sage, das sind keine Maurerarbeiten, die wir machen, sondern es sind ja politische Überzeugungen, die dahinter stehen. Also wenn eine Partei einen Standpunkt klar macht, macht sie das in der Regel ja nicht, um irgendwen zu ärgern, sondern weil sie die Überzeugung hat, dass das der richtige Weg ist. Wir halten ein ordentlich hohes Maß an Investitionen nächstes Jahr und in den vielen Jahren darauf für nötig, weil wir einen Investitionsstau in Deutschland haben. Jeder, der am öffentlichen Leben teilnimmt, kann seine eigenen Beispiele dazu beitragen, wo das der Fall ist. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir bei den Krisen und Konflikten in der Welt, Ukraine ist nur ein Beispiel, auch in den nächsten Jahren viel Solidarität werden leisten müssen. Selbst wenn die Waffen irgendwann schweigen, wird es nicht aufhören. Und wir nehmen doch alle wahr, dass wir zunehmend Debatten in unserer Gesellschaft haben, die letztlich so gehen, dass man sagen muss, für alles Mögliche habt ihr Mittel, für alle möglichen Probleme in der Welt, aber
der Kita-Platz ist nicht sicher, die Bahn kommt nicht pünktlich und anderes mehr. Das heißt, ich glaube, hier geht es wirklich auch um einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der nächste Haushalt muss deutlich machen, diese Regierung schafft beides, unsere Rolle in der Welt wahrzunehmen, wie es unserem Status als Wirtschaftsnation auch angemessen ist, und auf der anderen Seite die Dinge nach innen in Ordnung zu bringen. Das ist unsere Maßgabe. Das waren jetzt viele Sätze und eigentlich haben Sie gesagt, wir müssen die Schuldenbremse aufweichen. Das ist das, was Sie eigentlich gesagt haben gerade. Dass die SPD das politisch für geboten hielte, das wissen Sie. Das haben wir beispielsweise auf dem Parteitag vor einem halben Jahr beschlossen. Ja. Ich weiß aber, dass wir nicht alleine regieren. Wir werden keine Reform der Schuldenbremse mehr in dieser Wahlperiode machen, weil dafür brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit, und zwar im Bundestag und im Bundesrat. Aber Sie wollen Schulden machen. Das war ganz klar das Plädoyer für Schulden. Das ist jetzt ein netter Versuch, mich in diese Narrativecke reinzuziehen. Hat ja jeder gehört, oder habe ich das falsch verstanden? Ich halte einfach Sondervermögen dann. Sondervermögen ist ein schöneres Wort. Ja. Also muss man das böse Wort Schulden nicht aussprechen. Die Lücke am Anfang. Nee, nur ganz kurz, was mich interessiert in dem Zusammenhang. Wir haben heute leider nicht so viel Zeit, aber Olaf Scholz, Ihr Kanzler, sagt, nee, läuft nicht. Wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir haben. Kein bisschen mehr. Mhm. Das ist das genaue Gegenteil dessen, wofür Sie gerade leidenschaftlich plädiert haben. Ich konnte noch gar nicht so viel plädieren, weil Sie haben ja meine Interpretation eben übernommen. Ja, ich übersetze ja. Ich bin ja ein Übersetzungsdienst manchmal an der Stelle. Alles klar. Ja. Man muss aber wissen, die Gespräche, als Sie die begonnen haben in der Regierung, da ist ein mittlerer zweistelliger Milliardenbetrag an Lücke da, die geschlossen werden muss für den Haushalt nächsten Jahres. Nun ist so ein Bundeshaushalt, wie wir ihn im Moment haben, das sind so 450 Milliarden Euro ungefähr. Jetzt denkt man, das wird man ja wohl hinkriegen. Mhm. Dazu muss man aber wissen, dass etwa 90% von diesem Haushalt sich quasi von alleine ausgibt. Das sind nicht wirklich variable Mittel, wo die Politik sagt, da lang oder da lang, sondern das sind im Wesentlichen durchlaufende Posten oder langfristig verplante Mittel. Das heißt, ein Betrag von vielleicht 50 Milliarden Euro ist derjenige, den die Politik wirklich jedes Jahr aktiv einsetzt, um Schwerpunkte in ihrer Arbeit zu setzen. Sprich, wenn Sie diese Lücke, die da auf dem Tisch gelegen hat, allein über Einsparungen, das ist ja das, was Christian Lindner und die FDP wollen, allein über Einsparungen das hinzukriegen, das würde bedeuten, dass wir quasi fast alle unsere Möglichkeiten, Schwerpunkte zu setzen und das Land voranzubringen, aufgeben würden fürs nächste Jahr. Okay. Das kann jetzt eine verantwortungsbewusste Partei nicht ernsthaft vertreten. Okay. Müssen wir trotzdem auch sparen? Ja, und da hat Olaf Scholz völlig recht. Er hat in dem Stern-Interview vor einigen Wochen gesagt, jetzt ist erstmal Schwitzen angesagt, weil das dürfen die Bürgerinnen und Bürger schon erwarten in dem Land, dass die Politik angesichts des Lochs im Haushalt nicht gleich zu Beginn sich hinstellt und sagt, es hat ja eh keinen Sinn zu sparen. Okay. Die sollen schon gucken, aber 30, 40 Milliarden wegsparen, das ist Kettensäge, das ist nicht sinnvoll. Also zur Einordnung, von sparen kann ja keine Rede sein, weil sparen würde ja heißen, man macht irgendwas weniger. Es geht immer noch bei Rekordeinnahmen und bei immer noch möglicher Verschuldung geht es darum, wie weit man das verteilt. Und das, was Sie beschrieben haben, dieser versteinerte Bundeshaushalt, der ist ja nicht auf natürliche Weise versteinert. Der ist versteinert, weil man immer mehr Sozialleistungen beschlossen hat. Und diese Kombination aus einem großen Sozialstaat plus Schulden, die man irgendwann dann ja bezahlen muss. Also Schulden muss man tilgen und es kommen auch wieder Zinsen. Die nehmen ja gerade diese Spielräume, um die es geht, weg. So, und dass ein liberaler Finanzminister dann irgendwann sagt, lass uns doch mal darüber reden, wie wir diesen Gestaltungsspielraum erhöhen. Das finde ich aus seiner Sicht absolut verständlich. Und das Interessante ist doch, Sie haben jetzt das SPD-Lied gesungen. Das ist ja auch irgendwie Ihr Job. Und jetzt könnte ein Lindner hier das FDP-Lied singen und dann der Habeck das grüne Lied. Aber im Moment muss doch ein Ampellied gefunden werden. Das ist doch jetzt die letzten Tage, wo Sie dich zusammenraufen können, um eine gemeinsame Erzählung für diese Regierung zu finden. Mhm. Und dass dieses potenzielle Ampellied überdröhnt wird, weil alle Parteien ihren Song ganz laut. Das ist jetzt eben gerade sehr schön deutlich geworden. Und das ist das Erstaunliche gerade an der Situation. Aber das ist schon auch unsere Aufgabe, politische Prozesse nachvollziehbar zu machen. Wenn ein Kompromiss verstanden werden soll, müssen die Menschen verstehen, wer ist von welchem Standpunkt gekommen. Und natürlich vertrete ich unseren Standpunkt. Und man kann die Standpunkte der anderen ja auch hinterfragen, so wie sie unseren hinterfragen können. Zum Beispiel, ob das plausibel ist, wenn man als Finanzminister das westliche Land vertritt, was die niedrigste Staatsanwaltschaft
Staatsschuldenquote hat. Das ist Deutschland. Ja? Alle unsere Partner, USA, Großbritannien, ja, Italien, Japan haben viel mehr. Das ist doch gut. Staatsschulden. Ja, aber haben wir wirklich, also wenn konservative Wirtschaftsmedien über Monate hinweg Leitartikel schreiben, in denen drin steht, Deutschland hat die niedrigsten Staatsschulden, aber die erste Schuldendiskussion von allen Ländern. Nur hier glauben Leute, wir würden vom Schuldenkollaps stehen und gleichzeitig laufen wir an unseren echten Schulden jeden Tag vorbei. Das sind die nicht elektrifizierte Bahnstrecke, das ist die Schule, die nicht digitalisiert ist und anderes. Das sind auch Schulden. Ich finde, wir haben ein verengtes Schuldenverständnis in Deutschland. Wir gucken nur im Bundeshaushalt nach den Schulden und übersehen die Schulden vor unseren Haustüren. Ich würde gerne, das Argument von Christian Lindner an der Stelle wäre einer der Gründe, warum internationale Investoren Deutschland nach wie vor suchen und uns sehr gerne Geld geben, hat damit zu tun, dass wir genau diese niedrige Schuldenquote haben und dass wir deswegen glaubwürdig sind, wenn es um die Frage geht, zahlen wir Kredite zurück und so weiter. Also es lässt sich sozusagen auch das Gegenargument leicht finden. Ich würde aber gerne die letzten Minuten noch für etwas anderes nutzen. Herr Kühnert, Sie haben gerade vorhin so nebenbei die gesellschaftliche Stimmung, das Klima angesprochen. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie über die Vorgänge in Bad Oeynhausen gehört haben? Der Tod dieses jungen Mannes, der offensichtlich einfach auf offener Straße auf dem Weg nach Hause vom Abi-Ball seiner eigenen Schwester totgeschlagen worden ist. Was soll einem da durch den Kopf gehen? Es ist, also jeder, der ein bisschen Empathie an sich hat. Ich meine jetzt nicht, ja. Nein, aber das ist doch hoffentlich das Erste, was wir erstmal alle, also auch als Politiker gucke ich doch auf so eine Situation in erster Linie erstmal als Mensch, der am öffentlichen Leben teilnimmt, in sich denkt, das hätten wir alle sein können. Und dass daraus eine Diskussion wird, auch um die Frage, wie sicher ist unser öffentlicher Raum, ist völlig nachvollziehbar und richtig und sollte auch nicht weggedrückt werden. Vielleicht hören wir einmal kurz rein, sozusagen Politiker suchen dann auch nach Erklärungen und nach Sätzen, die Öffentlichkeit beruhigen sollen. Im Fall der SPD-Bundesinnenministerin würde ich sagen, hat das so nicht funktioniert. Wir hören einmal kurz rein. Ich kann jetzt nur den Ausschnitt bewerten, den ich gesehen habe. Ich weiß nicht, was drumherum noch gesagt wurde. Das, was ich gehört habe, hat zu 100% zu viel die Perspektive des Täters und zu 100% zu wenig die Perspektive des Opfers und der Hinterbliebenen eingenommen. Und das heißt nicht, dass irgendwas inhaltlich von dem falsch ist, was sie dort gesagt hat. Aber ich glaube, wer aufmerksam zuhört, wenn man mit Leuten in Wahlkämpfen und anderswo redet, kriegt genau solche Beispiele immer wieder genannt, dass das Gefühl da ist, die Falschen würden im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Und ich glaube, das darf man nicht beiseite wischen, sondern muss man ernst nehmen, weil wir manchmal dazu in der Politik dann neigen. Und natürlich kann man dann auch schnell eine Abbiegung machen und sagen, und deswegen brauchen wir mehr Investitionen in Sozialarbeit vor Ort. Und das ist auch alles nicht falsch. Also man kann ganz viele Umstände vor Ort in Unterbringungssituationen und so finden, wo, glaube ich, wirklich aus ärmlichen Wohnverhältnissen auch ärmliche Seelen am Ende erwachsen. Aber das hat erstmal alles gar nichts damit zu tun, dass hier ein Mensch umgebracht wurde, der nicht wieder lebendig wird. Wie erklären Sie sich, dass Sie dann so argumentiert? Also vorne ganz kurz, wirklich 3 Sekunden geht es ums Opfer. Da gibt es diesen schrecklichen Mord an diesem Jugendlichen und dann die ganz lange Erklärung hinterher, warum der Täter offenbar so handeln musste, wie er dann gehandelt hat. Jetzt erlebe ich Nancy Faeser eng genug jeden Tag. Und das sage ich jetzt hier nicht nur protokollarisch als SPD-Generalsekretär. Ich weiß, wie sehr ihr der Kampf auch gegen religiösen Fundamentalismus und die Auswüchse dessen, und das haben wir auch in Deutschland, wie sehr ihr das am Herzen liegt. Sie wissen, welche Vereine sie hat verbieten lassen, an welche heißen Eisen sie sich rangetraut hat, eben auch Durchsuchungen in Einrichtungen wie der Blauen Moschee in Hamburg und anderem mehr, wo andere, weil sie sich nicht sicher waren, ob es am Ende gelingen wird, zu verbieten, nicht rangegangen sind. Deswegen ist mir wirklich wichtig zu sagen, da gibt es keinen blinden Fleck oder so in ihrer politischen Betrachtung. Ganz im Gegenteil. Aber es ist natürlich, wenn man viel in politischen Diskussionen ist, gerade in innenpolitischen, dann hat man in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt, wie einzelne radikale politische Kräfte versuchen, eben solche Momente auch für
Hass und Hetze grundsätzlicher Art zu missbrauchen. Und das ist der Spagat, in dem wir uns dann in der Politik bewegen. Aber dafür müssen wir Profis genug sein, den hinzukriegen. Einerseits Empathie für das Opfer und die Hinterbliebenen zu haben, nichts zu beschönigen und gleichzeitig diejenigen in die Schranken zu weisen. Das hat Nancy Faeser dort erkennbar nicht geschafft. Ich kenne nur den Ausschnitt dort. Und wie gesagt, ich kann Ihre politische Arbeit in einem größeren Kontext einordnen und weiß, dass manchmal nicht alle Sätze so sitzen, wie man sie sich wünschen würde, dass ich aber keinen Zweifel an Ihrer Haltung in dieser Frage habe. Darf ich noch eine Frage, auch als Bürger dieses Landes, darf ich erwarten, dass eine Bundesinnenministerin, gerade auch in einem solchen sensiblen Fall, und es ist ja auch nicht der erste Fall dieser Art, und wir diskutieren über Jugendkriminalität, wir diskutieren über eine Kriminalitätsstatistik, in der signifikant viele junge Menschen auftauchen, die keinen deutschen Pass haben. Über all diese Dinge reden wir 2024. Darf ich dann erwarten, dass sie die Fakten klar hat? Es ist ja noch nicht mal zutreffend, dass der mutmaßliche Täter in dem Fall 8 Jahre in einem Asylbewerberheim untergebracht war. Ist ja offensichtlich nicht der Fall gewesen. Offensichtlich ist es damals aber Ihr Informationsstand gewesen. Ich kann jetzt nicht für Sie hier sprechen an der Stelle. Da müssen Sie sie dann selbst einladen. Ich finde das richtig, dass eine Bundesinnenministerin oder auch Landesinnenminister den Anspruch haben, ab einem gewissen Punkt der politischen Debatte dann auch weitere Fakten beizutragen und einzuordnen. Es ist wichtig, sich auch mit Kriminalitätsstatistiken, mit Korrelationen von sozialen Umständen und Kriminalität zu beschäftigen. Da gibt es ganze Polizeibehörden, die richtigerweise sich mit der Frage beschäftigen, weil es zum Beispiel darum geht, an welchen Umständen können wir Täter, sich einzeln radikalisierende Täter, ein Phänomen, mit dem wir sie in Mannheim immer häufiger zu tun haben. Woran kann man die erkennen? Die Innenpolitiker meiner Fraktion im Bundestag sind unter anderem dazu seit geraumer Zeit unterwegs, fordern mehr Mittel, um ein solches Präventionsforschungszentrum in Deutschland etablieren zu können. Das ist alles wichtig an der richtigen Stelle der politischen Diskussion und natürlich nicht unmittelbar, nachdem ein Mensch zu Tode gekommen ist. Letzte Frage dazu an Robin Alexander. Diese Art von politischer Kommunikation, kommt die gerade an ein Ende? Na, ich glaube, man muss Frau Faeser so weit in Schutz nehmen, dass das eine Veranstaltung der Fraktion war mit SPD-Kommunalpolitikern. Sie hatte also, glaube ich, nicht die Idee, zu den Bürgern zu reden, sondern sozusagen unter politischen Akteuren. Da laufen Kameras, man ist die Bundesinnenministerin, man redet immer zur Öffentlichkeit. Entschuldigung, das klingt jetzt so. Ja, also Den Teil, wie schlimm das ist, haben wir ja schon gemacht. Ich will nur den Kontext liefern. Nur die einzelnen Sätze sind natürlich schon bitter. Also wie gesagt, der erste Satz ist faktisch falsch, dass der 8 Jahre im Flüchtlingsheim war. Und dann auch den Konnex. Wenn wir nicht für jemanden Wohnung finden, dann wird er vielleicht ein schlimmer Gewalttäter. Wenn es so wäre, wäre es eine ziemlich harte Nachricht, weil wir für ganz viele Leute keine Wohnung finden. Ich meine, ich komme aus Berlin, dieser ehemalige Flughafen Tegel ist mit 5.000 Flüchtlingen voll. Die Kinder dort verlassen dieses Gelände nicht mehr, um zur Schule zu gehen, sondern es werden Lehrer hineingeschickt. Also wenn das stimmt, keine Wohnung, wenige Jahre später Gewalttat, dann hätten wir ein schlimmes Problem. Und auch Ihr letzter Satz, nach 2017 ist nicht über Migration gesprochen worden. Wer hat denn, wenn man im öffentlichen Raum sagte, Migration, Problem und so weiter, gesagt, oh, das nutzt den Rechten und Vorsicht. Und also da finde ich, auch das ist ein bemerkenswertes Argument. Gibt noch einen bemerkenswerten Satz von der, glaub, Berliner Polizeichefin, die jüngst sagte, Gewalt in Berlin ist jung, männlich und hat so häufig einen nicht-deutschen Hintergrund. Hat sie recht? Naja, sie trägt ihre Statistiken vor, aber ich frage mich bei solchen Dingen immer, will man in eine Stimmung rein argumentieren oder in eine Problemlösung? Und jetzt habe ich dieses Zitat nicht vollständig da. Und jahrelang habe ich gesagt, wir müssen über Probleme reden. Und dann hieß es, nee, jetzt nicht, das nutzt nur den Falschen. Aber auch, wir sollten schon bei den Problemen bleiben und nicht in die Stimmung abgleiten. Und man muss die Statistiken dann sich manchmal auch einfach sehr nüchtern angucken. Meine Heimatstadt Berlin hat einen Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Bevölkerung von fast 40%. Ich habe jetzt vorher nicht nachgeguckt, aber ich würde vermuten, unter jungen Menschen ist es eher über 50%. Da ist es erstmal
der statistische Durchschnitt, wenn viele junge Männer Täter werden, dass sehr viele von denen in einer Stadt wie Berlin einen Migrationshintergrund haben. Ich habe mich aber so weit damit beschäftigt, dass ich weiß, es gibt darüber hinaus noch Faktoren, die man nicht wegwischen sollte, sondern die dann eben teilweise auch mit religiösem Fundamentalismus oder zumindest entsprechenden Prägungen zu tun haben, patriarchalen Familienbildern. Das will ich nicht wegwischen. Trotzdem ist ja nicht so, dass wir ein paar wenige Jungs mit Migrationshintergrund in Berlin haben. Es sind sehr viele, es sind unsere Jungs in der Stadt. Also wird uns, glaube ich, noch länger beschäftigen, das Thema. Nichtsdestotrotz freuen wir uns jetzt erstmal auf Freitag. Wir werden das gewinnen, Friederike? Das ganz hoffen schnell. Wir. Wie viel? Hoffen wir sehr. Weil der erste Tipp schon so gut war, ganz schnell. Wie viel? 2-1 nach Verlängerung. So ungefähr so wird es kommen. Simon Rolfes? 1-0. Okay, 1-0. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.